Ich vertauschen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute werden wir mal an dem T1 eine Lambda-Messung machen mit dem neuen Lambda-Tool. Denn wir haben uns ein LM2 besorgt. Das ist eigentlich so das bekannteste Lambda-Tool auf dem Markt. Und ja, ich freue mich schon sehr, sehr lange auf dieses Video. Wir haben es schon etliche Male verschoben, weil es immer vom Wetter nicht gepasst hat. Und letzte Woche war ich krank, hartnäckiger Männerschnupfen. Alle männlichen Zuschauer unter uns wissen, wie schlimm das ist. So, und zwar haben wir jetzt hier einen 1600er AD-Rumpf mit zwei Öldruck-Regelkolben. Dann hat er schon die großen Stehbolzen für die Zylinder. Dann habe ich eine Schärfer- und Nockenwellerin gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was für welche habe ich mir aufgeschrieben. Dann sind bearbeitete Köpfe drauf, 0,42er, mit, also ausgestochene, um eine höhere Kompression zu kriegen, größere Ventile. Dann sind 40er Doppelvergaser verbaut, die Saugrohre bearbeitet, eine andere Kipphebelwellenübersetzung, ein 009 Zündverteiler und eine MB-Fächer-Krümmeranlage. So, und bedüst ist die ganze Sache mit 130 Hauptdüse, 56er Leerlaufdüse, das Mischrohr F11 und die Luftkorrekturdüse 210. Ja, und das Ganze ist jetzt halt etwas größer bedüst, um den Motor in der Einlaufphase, da das ja alles neu ist, mit den 1641er Zylindern, etwas fetter einlaufen zu lassen. Und die ganze Sache wird man jetzt mal messen, umbedüsen und einstellen. Grundsätzlich, wenn man über Vergaser abstimmen oder über Vergaser einstellen spricht, muss man, denke ich, erstmal so ein paar grundlegende Sachen klarstellen. Denn viele Leute sprechen immer davon, Vergaser abzustimmen oder Vergaser einzustellen und verwechseln da zwei unterschiedliche Dinge. Denn wenn man vom Vergaser einstellen spricht oder von Vergaser synchronisieren spricht, ist oftmals eben das Synchronisieren gemeint. Denn wenn man Mehrfachvergaser auf einen Motor aufbaut, ganz egal, ob das jetzt eine Zweifachvergaseranlage ist oder eine Doppelvergaseranlage, dann ist es natürlich wichtig, dass die Vergaser auch gleichmäßig laufen, damit der Motor dann auch möglichst gleich und rund läuft. Und das tun viele Leute verwechseln mit dem eigentlichen Abstimmen. Und das wollen wir heute machen, denn beim Abstimmen geht es darum, dass man den Motor dann bestmöglich auf die bestmögliche, höchstmögliche Leistung abstimmt. Und das kann man zum Beispiel mit so einem Lambda-Tool machen. Viele machen das natürlich auch auf einem Prüfstand. Uns steht natürlich jetzt kein Prüfstand zur Verfügung, deswegen machen wir das aus der Fahrt heraus. Es gibt im Prinzip drei Düsen bei so einer Doppelvergaseranlage, auf die es ankommt. Da haben wir einmal eine Starterdüse oder eine Leerlaufdüse. Diese Leerlaufdüse reichert das Gemisch bis etwa zu einer Drehzahl von 3000 Umdrehungen an. Danach übernimmt dann die Hauptdüse, die kommen dann mit dazu. Durch das Austauschen der Hauptdüse kann man dann das Gemisch beeinflussen, indem man natürlich eine größere oder eine kleinere Düse reinmacht. Diese Hauptdüse ist etwa für einen Drehzahlbereich von 3000 bis 4500 Umdrehungen zuständig. Und jenseits dieser 4500 Umdrehungen kann man dann nochmal über die Luftkorrekturdüse das Gemisch beeinflussen. Ja, wir haben uns jetzt, wie gesagt, dieses Lambda-Tool organisiert. Das Ganze funktioniert so, dass man eben mit einer Breitband-Lambda-Sonde und einem Adapter das Ganze an dem Auspuff montiert, dann ein Kabel nach innen verlegt und dann hat man hier dieses schöne kleine Display, was eben dann einem anzeigt, welchen AFR-Wert oder welchen Lambda-Wert man hat. Man muss wissen, dass heutige Motoren eigentlich immer auf einen Lambda-Wert von 1,0 eingestellt sind. Bei einem Lambda-Wert von 1,0 erreicht man die sauberste Verbrennung und das ist natürlich gerade in heutigen Zeiten für Autohersteller von heute sehr, sehr wichtig. Deswegen sind diese modernen Motoren alle auf einen Lambda-Wert von 1,0 eingestellt. Die beste Leistung erreicht man normalerweise so bei 0,9, bei einem Lambda-Wert von 0,9 und bei luftgekühlten Motoren
von 0,85. Das heißt, die laufen also insgesamt ein bisschen fetter. Und da versuchen wir jetzt auch unsere Vergaser drauf einzustellen, dass wir so in etwa einen Wert von 0,85 erreichen werden. Das wird nicht hundertprozentig genau funktionieren, weil dieser Lambda-Wert, der schwankt natürlich so die ganze Zeit. Es ist also nicht so, dass man da einen konstanten Wert draufstehen hat. Der geht die ganze Zeit ein bisschen hoch und runter, aber wir haben zumindest eine Orientierung. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Auto dann nachher besser läuft wie vorher. Ihr habt ja schon einige Videos von dem Auto gesehen. Der Motor ist komplett neu. Der ist jetzt erstmal grundbedüst und grundeingestellt gewesen. Der ist insgesamt ein bisschen fetter gelaufen. Und jetzt versuchen wir, das Optimale an Leistung rauszuholen. Das Auto ist warm gelaufen. Wir rüsten ihn jetzt auf, indem wir das Lambda-Tool anschließen. Und dann geht's los. Genau. Adapter. So, das hier ist also unser Adapter. Da kommt jetzt hier die Lambda-Sonde rein. Das ist eine Breitband-Lambda-Sonde, das heißt, die zeigt also auch in Echtzeit an. So, und dann haben wir hier eine Fixierschraube. Dieses Teil kommt jetzt in den Auspuff direkt rein. Jetzt machen wir das hier unten mal fest. Okay, gib mal die Zange. Jetzt fixieren wir das Ganze hier nochmal mit einem Kabelbinder, dass, falls das rausrutschen sollte, damit wir es nicht komplett verlieren. Und dann verlegen wir das Kabel einfach durch das Fenster im Innenraum. Gut, dass ich hinten ein Ausstellfenster habe. Ja. Hier haben wir einen Zigarettenanzünderanschluss. Dadurch wird das Gerät gespeist und dann wird es einfach angeschlossen und dann funktioniert es schon. So sieht das Ganze aus. Hier sieht man, dass es auf Lambda eingestellt ist. Das Ganze kann man jetzt auch noch umstellen auf einen AFR-Wert. Wenn wir jetzt gleich den Motor starten, wird hier schon ein Wert erscheinen. Der wird natürlich im Leerlauf jetzt erstmal nicht stimmen, aber während der Fahrt zeigt ihr uns das dann an. Bei moderneren Motoren kann man das Ganze dann auch noch an OBD anschließen und bekommt dann hier auch gleich die Drehzahl mit angezeigt. Und das Schöne ist, man kann das Ganze auch aufzeichnen über eine SD-Karte und nachher am PC auswerten oder auch direkt am PC anschließen. So hochmodern sind wir hier nicht, das ist für unsere Zwecke nicht notwendig. Wir haben eh keine Einspritzung oder sowas, was irgendwie über in der Programmierung gesteuert wird. Bei uns ist das alles noch echte Hardware, echt mechanisch. Und da wird das Ganze noch über einen Düsenaustausch geregelt. Und das probieren wir jetzt. Wir fahren jetzt eine Runde und dann gucken wir uns das mal an. Unter verschiedenen Lastzuständen werden wir das machen, unter verschiedenen Drehzahlbereichen. Und dann gucken wir uns die Werte dazu mal an. Und dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir gegebenenfalls Düsen austauschen oder nicht. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, perfekt. Super. So, wir sind jetzt die ersten paar Meter gefahren und man sieht jetzt schon anhand der Anzeige, dass der Motor also insgesamt etwas zu fett abgestimmt ist. Wir sind also bei einem Lambda-Wert von 0,75 bis 0,76. Das ist auch das, was wir vermutet hatten. Wir hoffen, wir haben ja extra schon ein bisschen größere Düsen reingemacht, damit wir dann eben den Motor beim Einfahren erstmal schonen. Und das bestätigt sich jetzt auch bei unseren ersten Messungen. So, man sieht jetzt also hier, wir haben also einen Lambda-Wert von 0,7. Ich muss jetzt die ganze Zeit schreien, weil der Motor natürlich sehr laut ist. Das bedeutet also, dass der Motor insgesamt viel zu fett ist. Wir haben jetzt eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen. Das heißt, der Motor läuft jetzt die ganze Zeit noch über die Leerlaufdüse. Und wir können jetzt also schon mal sagen, dass unsere Leerlaufdüse ein Stück zu groß ist. Wir werden das also dann gleich nochmal mit einer kleineren Leerlaufdüse probieren. Und als nächstes probieren wir jetzt den höheren Drehzahlbereich zwischen 3.500 und 4.000 Umdrehungen so ungefähr. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da eine schöne gerade Strecke finden. Es ist auch nicht so ganz einfach, das im normalen Straßenverkehr zu machen, denn wir müssen natürlich immer wieder vom Gas gehen. Also, man sieht es hier sehr schön. Wir haben also einen sehr konstanten Lambda-Wert 0,7. Jetzt kommen wir langsam in den höheren Drehzahlbereich und sind weiterhin viel zu fett. Das ist natürlich besser wie zu mager. Aber wir haben insgesamt einen sehr, sehr, sehr konstanten Wert und das macht es so natürlich uns jetzt leicht, das Ganze abzustimmen. Jetzt tuckern wir hier schön
gemütlich bei niedrigem Drehzahlbereich und niedrigem Gas rum. Jetzt haben wir die 0,85 erreicht, aber wenn wir jetzt gleich wieder auf die Belastung gehen, hört der Wert wieder senken. Jetzt geben wir Gas, beschleunigen. Jetzt sind wir sogar bei 0,68. Jetzt sind wir bei dem Drehzahlbereich von gleich 4. Jetzt sind wir also bei 4.000 Umdrehungen. Es ist immer noch viel zu fett. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mich gehört habt. Aber wir haben jetzt auch mal den höheren Drehzahlbereich ausprobiert. Und auch hier ist die Düse viel zu fett. Das heißt, wir können also eine kleinere Düse wählen, sowohl im, bei der Leerlaufdüse als auch bei der Hauptdüse. Na, das hört sich ja schon mal mit der Messung alles ganz gut an. Der Bereich schwankt vor allen Dingen nicht so wie da, wo wir mal die CO-Messung gemacht haben, weil das war ja katastrophal, gell? Ja. Und ja, eigentlich läuft das so, wie es eigentlich geplant war, dass er halt zu fett läuft, weil ich ihn halt jetzt die 800 Kilometer eingefahren habe. Hab jetzt einen Ölwechsel auch wieder gemacht. Und jetzt werden wir mal den so bedüsen, wie das sein soll. Und dann mal gucken, wie er dann läuft. Bin ich gespannt, vor allem, ob der Spritverbrauch runtergeht, weil der ist phänomenal. Ich habe 25 Kilometer gedacht, ich weiß nicht, wie viel ich gefahren bin. 130 Kilometer oder so, und auf einmal ist das Ding ausgegangen. Ich hatte mir einen Ersatzkanister dabei, zum Glück. Da denke ich, boah, das ist ein Verbrauch. Wer kommt denn da aus? So, das hat super gut geklappt. Wir sind total begeistert. Also ich bin total begeistert, weil wir müssen vielleicht noch dazu sagen, das Gerät ist komplett neu. Wir machen das heute zum ersten Mal. Ja. Das ist also absolute Premiere. Und der Lambda-Wert ist vollkommen stabil. Also auch von dem Übergangsbereich, von der Leerlaufdüse in dem, auf die Hauptdüse, haben wir also keine große Schwankung. Wir haben also wirklich einen konstanten Wert von 0,74 bis 0,76. Also da sind keine großen Beschwankungen drin. Natürlich, wenn man vom Gas dann runtergeht und rollt dann zum Beispiel durch die Ortschaft, dann ist er natürlich zu mager. Das ist aber auch vollkommen normal, weil da ist er ja auch komplett ohne Belastung. Aber wir haben jetzt hier super Werte, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, wir machen jetzt, sind jetzt hier einfach auf einem Wendehammer, haben wir uns hingestellt. Wir machen jetzt einfach mal die Düsen raus und machen eine Nummer kleiner rein und dann messen wir nochmal. Ja.